So, hallo zu Terraria. Heute wahrscheinlich nicht so lang, weil es bei mir demnächst Essen gibt. Also in so einer Stunde oder sowas. Ich weiß nicht genau. Du bist fertig. Der große Bart entlässt dich. Oh, der große Bart. Der hat auch so eine Meinung von sich, ne? Wenn ich ankäme mit der große Brick entlässt dich, würden alle sagen, ich bin größenwahnsinnig. Wo sie ja auch recht hätten. Ich sammle hier mal die Grashüpfer. Indem ich mit meinem Fliegennetz Gras schneide. Oh, was ist das da? Eine Gruppi. Was auch immer eine Gruppi ist, das weiß ich ja überhaupt nicht. Grubi, ich will dich aufheben. Hier, Pilz, kommt mal in mein Sparschwein. Das brauche ich gerade nicht. So. Dann wollen wir mal. Irgendwie kommt mir das Spiel gerade so laut vor. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist oder ob ihr da sagt, nee, das ist normal. Wartet mal. Einstellungen. Eigentlich ist es gar nicht so laut. Ich stelle trotzdem mal ein bisschen runter. Blaues Team. Ich bin blaues Team. Ich war schon längst blaues Team, als du daran gedacht hast. Ich bin da viel, ich bin dir da komplett voraus. Was wollen wir jetzt machen? Wir machen, weiß ich nicht. Soweit habe ich nicht gedacht. Wir müssen immer noch den Skeletron platt machen, prinzipiell. Jetzt müssen wir da weiter meinen. Außerdem müssen wir den Wurm haben wir auch noch nicht platt gemacht, ne? Können wir auch platt machen. Ja, machen wir doch den Wurm platt. Ich muss immer noch Marmor für meine Ruhmeshalle suchen, aber... Das hat Zeit. Wurm ist hinter der Welt. Ich schwöre, ein Kardinal einsammeln, das kann doch wohl nicht so schwer sein, hier an Platz zu kommen, ne? Hier, Glibber kommt ja auch mal rein, dann sammle ich noch den Kardinal ein, geht das alles verkaufen hier an Vögeln, was ich da gesammelt habe, damit ich keinen Vogel mehr habe. Vogel? Ja, ich hatte einen Vogel. Das geht ja gar nicht. Luis, hier, du willst doch sicher Hasen kaufen, Vögel kaufen, Roteischörnchen, den Grubi behalte ich mal, der ist Köder. Aber das brauche ich nun wirklich nicht. So, dann wollen wir mal lang gehen. Da hinten hin zu dem Deckar. Und dann fängt es erstmal an zu pissen, das ist ganz toll. Solange es keine Schweinepissen. Schweinepissen, das wäre auch mal was. Aber ich glaube, Schweine wird so schnell nicht pissen. Das wäre mir zumindest neu, weil es Schweine ja in Terraria vor allem total gibt. Irgendwie seltsam, dass es in Terraria so einfache Tiere wie Schweine und sowas gar nicht gibt. Sind die ja auch nicht auf der Erde so wirklich, würde ich mal behaupten. Ah ja, wo sind wir denn dann? Verwunschen und Planeten, auf dem Cthulhu lebt. Oder gelebt hat. Ja. Den Cthulhu gelebt hat. Ja, Cthulhu hat hier gelebt. Cthulhu, das ist ja bekanntlich, verwandt mit der Katze Lulu. Ja. Das sollte ja allen klar sein. Die wir ja da in dem einen, Minecraft-Folge, erwähnt hatten, wo wir über Brokkoli geredet haben. Ja, Minecraft müsste heute eigentlich auch kommen, aber da war ich irgendwie, nicht motiviert, jetzt noch aufzunehmen. Das kommt dann irgendwie morgen oder sowas, ich weiß es nicht.
Ich wüsste auch gar nicht, worüber man reden soll. Was? Heliophobie? Was? Ja, aufgetaucht. Irgendwie habe ich hier es geschafft, dass ein Gnom sich in einen Gartenzwerg verwandelt hat. Ja, wenn du dir ein Licht bringst. Genau. Ach so. Das hatte ich schon gemacht. Das ist ja interessant. Da kriegt man einfach ein Achievement jetzt. Es gibt ja so viele neue Achievements, die irgendwie in der Version jetzt nochmal reinkamen, in der 1.4.1 oder so. Ich weiß gar nicht, was es da alles gibt. Auf jeden Fall, ich muss noch machen. Eine geschmolzene Spitzhacke habe ich bis heute noch nie hergestellt. Das ist auch ganz toll. Nicht? Nee, das brauchte ich irgendwie nie. Da gab es ja vorher den Fisch für das, was die machen kann. Undurchdringlichen Wände des Dschungeltempels habe ich offenbar auch noch nicht durchbrochen. Zumindest nicht, seit es dieses Achievement gibt. Aber die Werkbank habe ich, glaube ich, sogar mittlerweile. Es ist auch ganz teuer gewesen, dass dieses Werkbank-Achievement erst ganz am Schluss reinkam und dann einfach das seltenste erhaltene Achievement von allen Terraria-Spielern war. Nicht etwa, ich weiß nicht, was ist schön selten an Terraria-Achievements, kenne ich mich jetzt gar nicht so aus. Wer soll hier eigentlich einziehen? Da müssen wir schon mal erkundigen, welche hin will. Hier müssen wir so eine Wendeltreppe irgendwie reinbauen. Denkst du, was ich vorhab? Die sind nur immer so aufwendig, ist das Problem. Was? Habe ich zufällig Eicheln dabei oder sowas, dass ich hier mal Palmen anpflanzen kann oder was auch immer in der Wüste wächst? Was ist das überhaupt für eine Wüste, in der es so stark regnet? Das ist aber keine Wendeltreppe, was du da baust. Nee. Selbst rausgefunden. Gut, aber ich glaube, wenn du hier nur an der Oase weiter warst, dann gehe ich erstmal nach Hause, leg mal ganz viel Zeug erstmal ab, dass ich mal wieder Platz habe. Und stell den Gartenzwerg auf. Haben wir eine Gartenzwergkiste schon gehabt? Oder warum habe ich den jetzt nicht mehr? Aber eine Gartenzwergkiste, das macht total Sinn. So. Wo habe ich denn reingelegt? Den Gartenzwerg. Da ist er nicht. Hier, den Keller wolltest du doch auch noch weiterbauen eigentlich, dachte ich. Hier in der Deko? Nee, das ist Möbel, das ist nicht Deko unbedingt an sich. Da haben wir Gartenzwerge. In unserer Statuenkiste macht ja auch irgendwo Sinn. Dann stelle ich doch mal einen Gartenzwerg hier auf. Da kommt ein Gartenzwerg hin. Der bringt wohl irgendwie Glück oder sowas. Keine Ahnung, das stand da irgendwie so dran. So, haben wir jetzt irgendeinen Effekt davon oder haben wir denn nichts? Schwarze Katze, Babyfink, gemütliches Feuer, Stern in der Flasche, Herzlampe und Banner haben wir hier nur als Effektanzeige, aber nichts vom Gartenzwerg. Schade, ich dachte, der macht irgendwas Besonderes, dass man da irgendwie einen Effekt kriegt. Vielleicht macht er nur irgendwas Besonderes, was keinen Effekt hat. Ein
irgendwas von bösen Geistern schützt oder sowas schlimm rein. Vielleicht kommen dann keine Gespenster mehr hierher. Das wäre schon mal ein Fortschritt. Oh, Gespenster, ich könnte doch eigentlich mal so eine Farming-Ecke für die bauen. Baue ich doch einfach mal irgendwo hier ein bisschen weiter entfernt einen Friedhof hin. Mal sehen, wo haben wir denn eine schöne Fläche, wo man den hinbauen kann? Abgesehen natürlich von der Riesenfläche, die wir für die Ruhmeshalle brauchen, da will ich keinen Friedhof drauf bauen. Das liegt ja auch viel zu nah an unserem Haus. Ich sage, hier hinter den Lebensbäumen könnte man sowas mal sagen. Alter Zombie. Was ist komplett? Brauch hier ein Bett. Ein Bett brauchst du. Willst du dich nur etwa hinlegen? Ich meine, in Terraria, die Menschen, die brauchen ja keine Betten, komischerweise als Bedingung, um da einzuziehen. Die haben nicht so hohe Ansprüche wie Leute in Minecraft, die dann immer sagen, wir brauchen ein Bett und einen Beruf. Hm? Ist mir auch nicht zu, oder? Nein, ich höre dich irgendwie hinter der Musik kaum. Mach sie leiser. Die ist schon auf nur 50%. Mach mich lauter. Ich habe mein Mikrofon direkt neben den Mund stehen. Oh, Michelin-Ente. Was? Auf jeden Fall Hallo, sagt Michelin-Ente. Ja, auf jeden Fall Hallo, Michelin-Ente. Wir sind hier... komische Dinge am Machen. Dieser Wald hier ist einfach... Was wollen Sie denn? Komische Dinge sind immer gut, ja, meine ich auch. Deswegen machen wir die auch ständig. Oh Gott, ich bin schon wieder voll. Warum bin ich immer voll? Ich meine, wo ist mein Sparschwein? Habe ich das auch abgelegt? Oh. Eine rippenziges Kiste gemacht. Und außerdem hatte ich dir gesagt, mit, was war das? Und Rechtsklick etwas nicht aus dem Inventar gelegt haben werden. Ja, mit was und Rechtsklick? Und Linksklick. Haben wir denn die Sparschweinkiste, sag mal? Da haben wir die nützliches Kiste, ist das vor allem. Das ist schon eine sehr allgemeine Beschreibung. Hier, sowas hier, da brauche ich ja nun wirklich nicht. Kann ich das hier? Ich schaue mal hier ab. Nein, ich will es nicht in den Müll werfen. Hier, das machen wir mal. Dass das nicht wegkommt. Wenn ich jetzt hier durchgehe, perfekt, dann bleibt es. Ja, dann was legen wir hier in die Truhe, lege ich einfach mal allen Ramsch rein, den ich gar nicht haben möchte. Hier Tartarsoße, was will ich damit? Ich habe einen Wüstenspringbrunnen, den könnte ich zu unserer Oase stellen. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich nochmal holen darüber? Ich wollte holen, eine Erdkiste?
Habe ich vergessen, was ich holen wollte? Wahrscheinlich habe ich es schon. Ich wollte eigentlich nur Platz schaffen, wenn ich mich recht entsinne. Immer diese Goldfische, die hier rumlaufen, das ist auch... Und ein Wurm natürlich, aber Würmer brauche ich immer. Ich verprüge dich mit meinem Fisch, mit meinem Netz hier. Fischernetz ist es ja nicht wirklich. So, Vogel, hack das Auge, hack in das Auge da. So, da. Was ich da wieder abgelegt habe noch, aber schaden kann es, denke ich, nicht. Ja. Die grauen Ziegel könnte ich aber ablegen, die brauche ich gerade gar nicht. Ja, die kommen nicht. Hm? Wollen wir zum Boss oder nicht? Ich weiß es nicht, wir können es versuchen. Das ist, den Boss kann man doch, glaube ich, auch am Tag beschwören, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Da war die Steinkiste, dann lege ich das doch mal in die Steinkiste hier unten rein oder sowas. Ich wollte ja eigentlich einen Friedhof bauen. Ich komme komplett auf ein Konzept immer. Ich weiß nicht, ob Michelinente noch da ist. Man hört da immer so wenig von den Leuten. Nein, bin ich nicht. Ach so, der, das ist schade. Ja, da kommt ja erstmal dieses, ich weiß gar nicht, wie das Emoji da heißt. Dieses von Twitch, irgendwie mit dem einen Typ, der so einen komischen Blick hat. Der Typ, der so ein bisschen aussieht irgendwie wie Notch, würde ich behaupten, aber vielleicht, wie heißt die so, nur mal eine Vorstellung. Lull heißt das, ach so. NPC auf dem Friedhof, was ist damit? Von irgendeinem NPC, der bevorzugte Ort der Friedhof ist. Geister? Aber von den Dorf-NPCs glaube ich nicht. Das wäre mir neu, außer es gibt so einen Totengräber oder so, aber der wäre mir neu. Aber vielleicht ja mit irgendeinem Mod oder sowas könnte es das geben dann. Ich reiße einfach mal hier, ja, den Baum ab und mach hier mal so. Das ist hier nicht der schwierigste Modus, ne? Nicht? Nee. Was ist denn dann der schwierigste Modus? Der Welt noch so einen komischen Namen gibt. Bevor so weit ist. Oh Gott. Ich will doch nur meinen Friedhof hier aufbauen. Oh, und zum Boss. Ja, das auch. Das ist mal wieder, da hat der Tag mal wieder gar keine Struktur heute, wie es aussieht. Ja, erst will ich das eine und dann will ich wieder dasselbe. Aber das, wenn man das eine und dann wieder dasselbe will, das wissen wir ja, dann muss man zur Hafenbehörde. Wir müssen ja unsere Galeere anmelden. Ich weiß auch nicht, was rede ich hier schon wieder.
meine, die Ameisenlöwen hier sind zwar neckisch dafür, dass sie einfach eine unendliche Sandquelle sind, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt wenig Lust drauf. Hier, ich wollte Eicheln pflanzen und gucken, dass wir hier so ein paar Palmen oder sowas kriegen in diese Oase. Geier. So, da. Dieser Schleim ist mir relativ wurst, deswegen gehe ich mal vorbei. So, da sind wir auch schon im bösen Biom. Diese Dornenbüsche, die man hier aufgestellt hat. Ich weiß auch nicht, wer hier der Gärtner ist. Nein, da kann man auch rein. Ja, da kann man rein. Haben wir mittlerweile eine Spitzhacke, die das Zeug abbauen kann? Haben doch hier genau die Todbringer-Spitzhacke, die müsste es doch können. Wenn ich denn was sehen würde, na, natürlich nur. Gleich wieder da. Pass auf, einen haben wir, glaube ich, schon gekillt. So, ich muss mal Zeug ablegen. Jetzt habe ich schon zum Glück mein Schwein wieder. Ach komm, hier die ganzen Köder und sowas, die muss ich ja jetzt nicht im Inventar mit mir schleppen währenddessen. Die kann ich auch im Schwein liegen haben. Ich will hier unten ja nicht angeln gehen. Du weißt, dass du unter Wasser stehst. Irgendwie ein bisschen unfähig, oder? Du killst mich! Ich kill dich nicht! Du warst im Wasser! Ich bin nicht, hab nicht auf dem Wasser gestanden. Du stellst dich aufs Wasser. Das hast du bei mir abgebaut. Du warst die ganze Zeit im Wasser am Stehen. Ich hab versucht, dich schnell das Wasser wegzugraben, aber das war natürlich nicht so leicht von der Position aus. So, ein eises Kälte steigt immer höher. Das ist der Ruhm, pass auf. Ich weiß. Nicht mehr eine Arena da.
Ja, dann bauen wir eine Arena da. Einen von den Dingern haben wir jetzt abgebaut. Ich weiß nicht, ob es schon der zweite war. Kann auch der zweite sein, das wäre mir nicht bekannt. Wollte ich jetzt. Du wolltest eine Arena bauen, habe ich gedacht. Nur dieses winzige Ding hier unten, oder? Wir haben hier viel Platz, ne? Haben wir? Das war ironisch. Weil hier weiß man das nie. Wo will mich die komische Fäden hinführen? Irgendwo hinführen. Ist die Frage, was da ist? Oh, da ist Platin. Ja, von allen Seiten angegriffen. Ich habe nichts zum Heilen. Ja. Zu mir. So, das hier ist Brandschutz verordnungstechnisch ganz ganz legal, was ich hier mache. Wer stellt schon nicht ein offenes Feuer mitten in einen Minenschacht rein? Ich wüsste nicht, was da schief gehen kann. Ich kann schon echt froh sein, dass... Immer Lagerfeuer in den Höhlen. Müsste man so einen Realistic-Mode einführen, wo dann, wenn man Lagerfeuer unter der Erde irgendwie macht, dass man dann in einer kurzen Zeit CO2-Vergiftung hätte. Mods gibt's. Underhaul oder Overhaul, die Behebung. Underhaul, das macht überhaupt keinen Sinn. Overhaul. Underhaul wäre dann Verschlechterung, so ungefähr. Okay, dann war das Overhaul und Underhaul war dieser Satire-Mod. Oh Gott. Und beide Mix, dann. Ja, ist Terraria wieder normal, meinst du? Passieren sehr interessant. Und passieren sehr interessante Dinge. Wer macht denn einen Satire-Mod? Da stelle ich mir sowas auf einer Stufe vor mit dem BR-Bausimulator. Wer den nicht kennt, Gronkh hat den mal im Stream vor... Ich weiß nicht wann gespielt. Ist schon ein bisschen her wieder.
Habe ich irgendwo noch Fackeln mit? Ja, habe ich. Da habe ich sogar einige mit. So, Bladin! Können wir mal helfen, die Arena auszubauen? Ich mache ganz sinnvolle Dinge währenddessen, während du die Arena baust. Ich baue Platin ab. Das können wir nutzen, um Platin-Ziegel zu machen. Ja, natürlich. Wofür sonst bräuchte man Platin? Für uns für nichts anderes mehr. Ein Platin-Palast bauen. Ja, also die Ruhmeshalle hatte ich mir so vorgestellt, da wird, die wird aus Marmor sein und das Dach ist dann aus Platin. Muss protzen damit. Ja, das wollte ich nicht. Ich wollte hier den machen. Warum bist du weg? Was hast du nichts gemacht? Ich hab gar nichts gemacht, du bist plötzlich weg. Hallo? Ja, hallo? Hallo, bist du noch da? Warum bist du plötzlich weg? So, er hat keine Verbindung mehr, so weg. Also ich kann dafür nichts, bei mir ist er noch da. Ja. Ja. Hier stand der Host hat sie gekickt. Also ich habe nichts gemacht, außer es gibt eine geheime Kick-Taste, die ich nicht kenne, die ich versehentlich gedrückt habe. Absicht. Ich schicke mal so ein bisschen Ramsch hier rein, so Ebenstein, der braucht sowas dann. Da kommen die ganzen Gräber, wenn ich jetzt eh nicht den Friedhof baue, dann schläge ich einfach mal hier rein. Ist doch erstaunlich, wie oft wir schon gestorben sind. Naja, wir sind doch die Obermaster Pros, dachte ich jetzt. Die nie sterben. Ich weiß nicht, das hat mir irgend so eine innere Stimme erzählt. Die erzählt mir ständig sowas in die Richtung. Das ist vielleicht mal so ein Arzt-Game. Ich glaube, diese Stimme ist nicht sehr gesund für dich. Ja, glaube ich irgendwie auch nicht. Kommt die nächste Ebene hin? Ich probier erstmal so ein halbes Meer wieder ab. Ja, praktisch, das ist einfach so eine Höhle oben drüber. Haben wir einen Durchbruch? Grab mal weiter. Ah ja, ich bin noch dabei. Ja. Stein. Was ist denn da unten los? Hier.
Joho! Auf! Vielleicht irgendwas für nicht wegkraten müssen. Ja, das ist natürlich. So weit denke ich doch nicht. Das machst du ja schon. So, also ob wir da noch zum Kampf kommen, weiß ich natürlich nicht, weil es bei mir, ich weiß nicht, ob ich das den Zuschauern schon gesagt habe, wir können ja heute nicht so lange machen, weil Essen und sowas ist demnächst. Vielleicht machen wir das später nochmal, das müssen wir aber sehen, ob ich da noch motiviert bin. Motivation. Ich weiß es nicht, das habe ich so selten. Da muss man ja arbeiten. Wie war das? You will not ever be motivated, so you have to learn to be disciplined. Was? Du wirst nicht immer motiviert sein, also musst du lernen, diszipliniert zu sein. Ah ja. So. Dass ein Lahm abgebaut wird, ne? Ja, noch keine guten Schwitzer. Auf der anderen Seite was machen? Ich mach mal den hier. Das ist nicht wirklich effizient. Ich würde mal sagen, dass hier ist jetzt genug Höhe. Würdest du sagen, ich mache aber hier noch. Ist doch klar. Hast du es vermutet auf Tab oder was? Tab. Ich hab I. Hier ganz abwegige Tasten. I und I, wo kommt man denn da hin? Das würde ja irgendwo Sinn ergeben. Irgendwie in diesem Spiel nicht zulassen. Nee. Genauso wie man hier schon nicht zulassen konnte, dass man, wie jeder Minecraft-Spieler gewohnt ist, Blöcke mit Rechtsklick setzt und Linksklick abbaut. Nein, man muss es andersrum machen. Das würde jetzt keinen Sinn machen. Das war doch wahrscheinlich nur, damit du kein Copyright, Dings bekommen. Ich sehe es doch jetzt schon kommen, wenn dann irgendwie Hightail auf den Markt kommt, dann heißt das erstmal, ja, ihr dürft weder mit Rechtsklick noch mit Linksklick die Sachen setzen oder abbauen, ihr müsst andere Tasten dafür nehmen. Das ist Copyright. Wie das Mausrad. Genau, man setzt mit dem Mausrad und wenn man scrollt, baut man ab. Ich weiß auch nicht. Klar, klar. Das macht so null Sinn irgendwie, aber... So schnell du scrollen kannst, desto schneller baust du ab.
Natürlich, das Spiel, das wird gestartet, erst indem du die F13-Taste drückst, die es natürlich gibt. Also, Druck. Oh Gott, S-A-B-F heißt es. Ja. Wofür gibt es eigentlich diese Drucktaste? Weiß auch eine Rollentaste, habe ich nie benutzt. Ja, die Rollentaste ist ja auch so ein Relikt irgendwie, das ja nur dafür da ist, dass man irgendwie umschalten kann, ob die Pfeiltasten irgendwie als Scrollrad so in der Art benutzt werden. Die war wohl irgendwann mal benötigt für irgendwas und heutzutage benutzt die einfach kein Programm mehr. Aber aus irgendeinem Grund ist sie immer noch auf allen Tastaturen drauf. Ich habe mal eine richtig hochmoderne Gaming-Tastatur. Eine Gaming-Tastatur, die mir halt gefallen hat. Ich habe lange auseinandergesetzt, was du eigentlich haben will. Wir müssten mal so Trollolo-mäßig sein und einfach ein Spiel rausbringen, in dem du quasi durchgehend Saltos schlagen kannst, indem du die Rollentaste drückst. Das wäre... Da hätte ich endlich eine Funktion. Macht doch total Sinn, wie ich das erkläre. Sollten wir das auch nicht wollen. Ja, wieso sollten wir das nicht wollen? Bei mir ist das Essen fertig. Oh, bei dir ist das Essen fertig. Ja, wenn bei dir das Essen fertig ist, dann wird es bei mir wahrscheinlich auch gleich fertig sein. Da haben wir jetzt immer noch die Arena gebaut. Das ist ja noch nicht. Da sind wir hier sozusagen die Wurmschlechter demnächst. Ja. Aber wenn du essen musst, ist ja auch blöd, dann, wenn ich dann alleine weitermachen würde. Ja, die nächste Ebene machen wir noch danach. Sind wir dann in der Essenspause oder sowas, oder Essensende eher? Schauen wir mal, was wir machen. Ja. Ich weiß nicht, ob die Michelin-Ent noch da ist. Du kannst dann natürlich hier Follow da lassen und sowas und dann siehst du, wenn wir wieder am Streamen sind. Wäre dann die nächste Ebene. Müsste nur noch ein bisschen breiter gebraucht werden als eine Fallschirm. Das Schwert ist natürlich in dem Kampf total nutzlos, aber das hätte ich eh nicht eingesetzt. Und damit ist DK weg. Dann würde ich sagen, wir sind jetzt eine Dreiviertelstunde immer am Streamen gewesen. Das reicht für eine Folge, auch wenn die sonst immer 3 Stunden gehen bei uns, aber wir müssen ja nicht immer so ein Herr der Ringe draus machen. Folgen gehen 3 Stunden. Ja. Den Luxus hat man heute mal nicht. Ne, den Luxus hat man heute mal nicht, aber das ist ja egal. Dann würde ich sagen, sehen wir uns mal irgendwann wieder und bis dann. Ciao.